Willkommen! Heute zeige ich die Zubereitung der heißen Sieben der Schüsslersalze. Dazu braucht man, wie der Name schon sagt, das Schüsslersalz Nummer 7, Magnesiumphosphoricum. Magnesiumphosphoricum hilft gegen Schmerzen und Krämpfe. Die heiße Sieben ist eine intensive Zubereitung, mit der man Schmerzen aller Art und krampfartige Beschwerden lindern kann. Dafür brauchen wir 10 Tabletten des Schüsslersalzes Nummer 7. Diese Tabletten geben wir in eine Tasse. Dazu wird heißes Wasser gegossen. Die Tabletten lösen sich in dem Wasser auf. Mit einem Plastiklöffel kann man die heiße Sieben umrühren, um den Auflöseprozess zu beschleunigen. Man sollte jedoch keinen Metalllöffel verwenden. Wenn die Tabletten fertig aufgelöst sind, kann man die heiße Sieben in kleinen Schlucken trinken. Diese Art der Zubereitung eignet sich auch für andere Schüsslersalze, wenn man eine besonders intensive Anwendung haben will. Gute Besserung!